dich. Schön, dass du bei mir gelandet bist. Ich habe heute ein kurzes Video, hoffe ich, für dich. Ich schaffe es meistens nicht so sehr, weil ich mich dann verplapper. Und zwar war ich in Dr. Hauschka Department Store hier in meiner Nähe, weil Dr. Hauschka ja vor kurzem die neueste Limited Edition gelauncht hat. Und zwar die Limited Edition Inner Glow. Und das sind diesmal, ich glaube, ich müsste jetzt lügen, 5 Lippenstifte, die sie da gebracht haben. 2 davon habe ich mir geholt, weil mir die Farben so gut gefallen haben. Und zwar habe ich mir geholt einmal die Nummer 16 Pink Topaz. Und zwar die Verpackungen, zeige ich dir auch noch, die sind immer so schön bei Dr. Hauschka. Da hat man einmal hier das Dr. Hauschka Logo, dann da diese Seite ist je nach Lippenstiftfarbe unterschiedlich. Und dann ist hier dieses Inner Glow Limited Edition Logo. Und da drinnen sind diese klassischen Dr. Hauschka Lippenstifte, die kommen ja immer so in Gold mit dem Dr. Hauschka Schriftzug rundherum. Und das ist eben jetzt die Nummer 16 Pink Topaz. Und das ist jetzt ein, also schaut hier sehr, sehr, sehr kräftig aus. Das ist auch das, was ich gerade auf den Lippen habe. Also ich finde, so arg wie hier auf dem Lippenstift ist es in Wahrheit nicht. Ich swatche dir das mal kurz hier auf meiner Hand. Ich hoffe, du siehst das hier so in etwa. Ich mache dir nachher auf jeden Fall auch nochmal Fotos von den Farben und schneide sie dir hier rein. Ich finde, auf den Fotos sieht man das einfach immer viel, viel besser. Und ich weiß nie hier mit dem Licht, wie das dann wirklich rüberkommt. Also so auf den Lippen finde ich, ist es total eine schöne Farbe, ist auch durchaus tragbar. Ich mag ja gar nicht so sehr diese eye-catching Colors, aber die finde ich echt sehr, sehr nett. Und was so schön ist, finde ich, bei diesen Dr. Hauschka Lippenstiften, ist, dass die sehr, sehr pflegend sind. Und ich habe immer das Problem bei Lippenstiften, dass die meine Lippen sehr, sehr austrocknen. Also ich bin immer auf der Suche nach solchen, die sehr pflegend sind. Und bei diesen Hauschka Lippenstiften ist ganz, ganz viel an so pflegenden Inhaltsstoffen. Und die sind ja eben auch wie alle Hauschka Produkte total auf Naturbasis. Also ist ja reine Naturkosmetik. Und wie gesagt, ich liebe ja Dr. Hauschka, das ist auch so eine Einstellungssache und ich bin dann auch bereit, ein bisschen mehr zu zahlen, weiß aber, dass ich mir auf meine Lippen und auf meine Haut nicht jetzt den größten Schund irgendwie auftrage. Also, wie gesagt, das war jetzt Pink Topaz und die zweite Farbe, die ich mir gekauft habe, ist 17 Rose Crystal. Da ist jetzt eben auch diese Seite von der Verpackung in der entsprechenden Farbe. Und ich hole die auch hier raus. Und die Packungen sind auch, das zeige ich dir auch noch, weil ich das irgendwie nett finde von der Idee her, die sind auch dann innen, ich hoffe man sieht das, je nach Farbe sind die dann auch innen entsprechend. Also so wie diese Außenseite ist dann auch innen die Farbe unterschiedlich. Und jetzt nochmal, jetzt habe ich wieder vergessen, jetzt wieder zu der Nummer 17 Rose Crystal. So, die Verpackung ist eben auch wieder so klassisch Hauschka. Und da ist der jetzt, der Lippenstift. Und das ist jetzt so ein sehr neutraler. Ich swatch dir den auch wieder da, so gut es geht. Sieht man jetzt nicht so sehr auf der Haut, aber auf den Lippen sieht man es ein bisschen besser, hoffe ich. Das ist eben so ein wirklich so ein sanfter Roséton, ein bisschen ins Altrosa gehende. Schimmert auch sehr schön und auch da wieder ganz, ganz pflegend, ganz, ganz angenehm und weich. Ich habe auch die anderen Farben alle geswatcht, dort im Department Store eben. Habe aber gefunden, dass diese anderen Farben, also jetzt für meine Begriffe, zu sehr geknallt haben. Ich habe mir bei einer, eins war so ein richtig schönes, sattes Rot, da habe ich mir echt überlegt, ob ich den noch mitnehmen soll, weil es mir einfach so gut gefallen hat und dann hat irgendwie mein Verstand gesiegt und gesagt, nein, du musst das jetzt nicht sofort alles kaufen und so, obwohl ich eigentlich am liebsten hätte ich alle 5 mitgenommen. Aber da habe ich mir dann gedacht, nein, ich lasse mir noch was für die nächsten Dr. Hauschka Store Besuche. Und ja, also diese beiden habe ich mir geholt. Wenn du eben Lust und Laune hast, schau doch mal in der Nähe bei dir vorbei, wo es irgendwie Dr. Hauschka gibt, oft in Reformhäusern. Man kann aber auf der Dr. Hauschka Homepage www.dr, also für dr.hauschka.de, da findet man auch drauf, wo es überall die Dinge in deiner Nähe gibt. Da kann man eben mit Postleitzahl und so weiter suchen.
Diese dekorative Kosmetik gibt es oft nicht in der Apotheke, sondern in den Reformhäusern und eben bei den Dr. Hauschka Naturkosmetikerinnen. Und ja, eben ein paar Department Stores gibt es in Deutschland. Ich könnte jetzt nicht sagen, wo. Ich habe das Glück, dass bei mir so in der nächsten größeren Stadt ein Department Store ist. Und da habe ich eben meine her, weil ich halt ganz neugierig war, musste ich da gleich hin. Und wie gesagt, ich kann die echt empfehlen. Es sind nicht die Lippenstifte, die irgendwie 24 Stunden halten. Es ist sicher so, dass man sie nachtragen muss. Sie sind auch so von der Deckkraft her und so sicher nicht mit MAC oder so Marken zu vergleichen. Aber ich finde halt immer, das ist so eine Gratwanderung, was möchte ich haben. Also wenn ich jetzt meine Hochzeit plane und an dem Tag will ich den ganzen Tag tipptopp ausschauen, dann würde ich mir jetzt nicht unbedingt Dr. Hauschka Lippenstift drauf machen, weil da wüsste ich, ich muss öfter mal nachziehen und nachbearbeiten, damit er wieder schön ist. Da würde ich dann eher zu was Künstlichem greifen, weil ich mir denke, es ist ja nur für einen Tag. Aber bei mir ist es halt echt so, dass ich mir denke, für so jeden Tag, und das sind echt so Produkte, die ich halt dann oft verwende, nehme ich die gern, weil da weiß ich, es ist einfach auch gut für die Haut, es ist pflegend, es ist angenehm, es schadet mir nicht mit meiner Neurodermitis und all meinen Issues irgendwie. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du selber auch von der Limited Edition von Dr. Hauschka irgendwas gekauft hast, dann hinterlass doch eine Videoantwort oder einen Kommentar mit Farbempfehlungen. Würde mich sehr interessieren. Ja, und dann freue ich mich, wenn ich dich bald mal wieder bei einem Video sehe oder du da oben, wenn du es noch nicht gemacht hast, meinen Abonnieren-Knopf drückst. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Baba!